Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Room Total War 2 mit Sparta. Und wir sind ja schon überraschend groß für die Kürze des Let's Plays. Wir sind schon, glaube ich, über 60 jetzt Folgen. Aber so groß waren wir bei den anderen, glaube ich, noch nicht zu der Zeit. Genau. Ist auf jeden Fall sehr gut. Jetzt letzte Folge hatten wir ein ziemliches Problem, würde ich mal, ich wollte dich eigentlich abreißen, hier, genau, ziemliches Problem hier oben, haben wir eigentlich immer noch, beziehungsweise jetzt nicht mehr, da hat die Armee, also die Unbesiegbaren, hatten hier eine fette Schlacht. Beim Fluss, der Fluss war eigentlich der einzige Grund, warum ich da gewonnen habe. Genau, war eigentlich ganz gut. Hier, das wird ein Problem, also Korea wird eingenommen werden. Hier werde ich Numantia einnehmen. Bin mal gespannt, ob der noch irgendwas zusammenbekommt, um es gegen mich zu Felde zu schicken. Bin ich mal sehr gespannt. 8 öffentliche Ordnung ist an sich hier nicht nötig. Forschungsrate, weil hier haben wir schon das... wer ist denn da? Aber ein Gewaltmarsch. Also, ja, und hier, ja, das ist mir egal. Genau, das haben wir letzte Folge verloren. Aber der Spartaner macht, der Römer macht keine Anstalten irgendwie, das wieder zu erobern oder also für sich zu, bestimmen, oder? Sagt man das so? Für sich? Also, ja, für sich zu nehmen. Alexandria ist gerade important. Du gehst mal. Das ist die Frage jetzt, weil Saba ist gerade auch ziemlich groß, ne? Weil Parthien muss ich ja eigentlich einnehmen, oder? Also wenn ich also die Ziele. Syria und Persis. Ich muss eigentlich gegen. Ich muss eigentlich gegen die Parther in den Krieg ziehen. Ich gehe mal hier hin. Aber die Parther mögen mich ja ein bisschen, oder? Ja, jetzt nicht mehr so. Ja, jetzt gar nicht mehr. Okay, alles klar. Minus 31, ja. Numibien, okay. Soeben Saba. Saba mag mich auch nicht. Parthien. Gut, dann fange ich hier mal an zu plündern. Und dann bekommt er eine kleine Sklavenarmee da. Das ist doch schön. Und könnte sein, dass er dann nächste Runde mir den Krieg erklärt. Was an sich kein Problem ist, weil, ja, er erklärt ja mir dann den Krieg. Und nicht ich ihm. So, sehr schön. Habe ich gerade vergessen. Nein. Nochmal. Für den. Boah, was für ein. Der hat jetzt meinen General getötet. Was für ein Drecksack. Tja, dafür töte ich ja deine Legio 6 Alpina.
Oh, was für ein Popel. Das ist jetzt natürlich ärgerlich. Entschuldigung. So, ich stelle die mal so hier wieder auf. Die Kavallerie passt auf, dass er nicht von da kommt. Okay, der kommt trotzdem von da. Dass der jetzt echt meinen General noch getötet hat. Von daher, ich glaube, also das war, glaube ich, ein sehr guter. Okay, jetzt geht er da auch rüber, oder? Ah, verdammt, das ist eine Brücke. Da hätte ich einfach eine Pikiniereinheit gebraucht und hätte das alles... Ah, da habe ich nicht aufgepasst. Okay, der versucht da, glaube ich, jetzt durchzukommen, oder? Aber das kann er da nicht. Okay, ich schieß mal da rein. Okay, ich brauche eine Pikiniereinheit, nee, nicht Pikiniereinheit, sondern eine Hopliteneinheit hier drüben. Das ist gut. Schneller. Come on. So. Sehr gut. Das wird jetzt kompliziert hier. Dann muss halt am besten wäre, wenn die hier dann bis dahin fertig sind. Ja, das wird wahrscheinlich nicht passieren. Ich werde mich mal hier an den Fluss stellen, damit die hier nicht vorbeikommen. Also sonst machen die hier so und machen Piu, Piu, Piu. Und ich mache und bin tot.
Gute Erklärung, oder? Schneller. Okay, wer hat jetzt... Okay, jetzt kann ich ein bisschen aggressiver reingehen. Wir gehen jetzt auch auf die Kavallerie drauf. Ist doch ganz gut. Das ist doch alles sehr gut. So, jetzt mache ich hier mal die Klappe zu. Das ist hier nicht gut. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. So, hier ist auch alles gut. Halt kaum welche verloren, das ist halt richtig. Oh. Gut, ich glaube, das war's jetzt. Fortfahren. Muss den feindlichen General töten. Der feindliche General ist tot. Dankeschön. Ah, also eine ziemlich easy Schlacht, aber er hat meinen General getötet. Ah, du hast nervt halt. Die versklave ich jetzt auch. Bedankt euch bei dem. Interessant. Okay. Warum macht er das? Warum macht er das? Für ihn würde es eher was bringen, die Stadt einzunehmen und dann zu verteidigen. Ja, wobei. Gegen Sparta ist es immer so eine Frage, ob sich das dann eher lohnt, auf dem freien Feld zu kämpfen.
So. Stelle ich mich mal auf hier. So. Ich mache eine stärkere linke Flanke, rechte Flanke. Die gehen dann hier rum. Ah, das ist mein General, der bleibt dann nicht. Dann tauschen die mal einen Platz. Da sind germanische Kundschafter, die sind gar nicht schlecht. Die sind überhaupt nicht schlecht, leider. Kommt der? Ganz langsam. Dann spule ich mal ein bisschen vor. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Ich geh mal aus dem Wald raus, weil die sind da ein bisschen besser als ich. Wir erwarten eure Befehle. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Germanische Jugendliche müssen fixiert werden, fokussiert. Und fixiert, also beides. Das ist gut. Das ist sehr gut. Jetzt kann ich da vorbei. Wie, der lebt noch. Ich dachte, der ist schon tot, sorry. So, da gehe ich mal hier auch vorbei. Gut. Und der nächste. Warte. Ach, lass den einfach entwischen, ja. Okay. Ja, aber das ist nur ein Pferd. Egal. Weil der durchgekommen ist. Ne? Unser General wird angegriffen. Spartaner, zu Befehl. Durchbrecht die Linie. Sparta, schneidet sie rein zum Angriff. Nahkampfkavallerie, zu Befehl. Bürgerkavallerie. So, ich versuche mal hier jetzt so die Runde zu machen. Meine Pferde haben null Chance gegen die Adelsreiter. Sehr gut. Dann mache ich hier die Klappe zu.
Pferde gehen zurück. So, jetzt. Die Schlacht wendet sich zu uns. Feuerfrei hier rein. Ach, der ist einfach durchgegangen, okay. Der da durchgekommen? Keine Ahnung. Hab nicht aufgepasst. Aber jetzt haben wir es. Gut. Das ging schnell. 7 Minuten. Ja. Verluste 350 haben wir. Ja, ist in Ordnung. Das ist sehr in Ordnung. Lass mir frei. Wieso ist der... Ja. Es gibt eine Zeit, wenn Krieger ihr Schwert in die Scheide stecken. Die Geister sagen uns, dass wir euch... Ich lege mein Schwert beiseite, um... 4000, ja, okay. Wir machen, also die Spartaner sind voll die Friedenswahrer hier. Woher kommt jetzt die Fullstack-Armee? Um die her? Gut, auf jeden Fall, das werden wir dann in der nächsten Folge spielen. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und bis zum nächsten Mal. Bye bye.